Hallo Leute, willkommen hier zurück bei Rylem LP. Wir spielen hier einfach mal ein PokerStars 50-50 Turnier mit Play Money, hier Spielgeld. Ich hatte einfach mal Bock, irgendwie was mit Poker zu machen, weil ich in letzter Zeit irgendwie voll Bock drauf habe und leider gar nicht genug Poker spiele, in echt zumindest. Deswegen hier einfach mal online. Ein kleines Turnier, es dauert nicht so lange, 50-50, die Hälfte der Spieler, die mitspielt, kriegt dann Geld raus und die andere Hälfte halt nicht. Und sobald 5 Leute ausgeschieden sind, ist dann auch das Turnier schon vorbei. Deswegen geht es relativ schnell. Ich habe das Turnier schon gespielt. Ich habe halt nur keine Anmod gemacht, weil ich erst dachte, wir spielen einfach nur ein paar Hände oder so. Deswegen schiebe ich da jetzt hier mal noch eine Anmod hinterher. Ich hoffe, euch gefällt es. Viel Spaß. Ach, Jack suited. Ja, dann weißt du was, hier spielt irgendwie sowieso kein Arsch mit hier. Wir spielen das einfach mal. Any takers? Na komm. 120 ist jetzt nicht so viel. Tja. Four Deuce spiele ich nicht. Ten Jack. ja, das kann man mal spielen, wa? Bei so einem Tight Table hier. Muss eigentlich viel mehr spielen. Ja. Jeder an die Spiele hier wird einfach nur rumgefoldet. Das ist ganz toll. Oh, nice. Werden wir alles verlieren, diese Runde. Gucken. Noch zwei Limper ist gut. Dann habe ich vielleicht eine Chance, dass irgendjemand mal was callt, was ich da bette. Gespannt. Ich habe 1683. Ich habe noch keine Hand gespielt, außer Flop gesehen, ja. Habe ich einmal, glaube ich, im Blind, aber ich habe dreimal geraced und jedes Mal. Ach, Leute. Nein! Missklick. Oh. So eine Scheiße, ey. Jetzt habe ich einen Flush Draw. Aber es ist so ein schlechter Flush Draw, den kann ich nicht spielen. Oh. Das ist das Problem, wenn man kein Mauspad hat, sondern hier. Ich kann euch nicht abmachen. Sonst kriege ich euch nicht wieder daran. Aber es ist ein weißes Blatt Papier. Neunen. 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 Mal gucken. Könnte ja mal was werden. Wenn ich eine Marginal Hand habe, dann raisen auf einmal 4 Leute vor mir. Ich kenne es. Ich call das jetzt. Es floppt 10 König 4. Und ich denke mir, man, was für eine Kacke. Ihm scheint es gar nicht zu interessieren. Es kann gut sein, dass er einfach auch ein Overpair hat. Oder überhaupt ein Overpair. Ich glaube nicht, dass er was getroffen hat. Vielleicht hat er auch zwei Overcards. Halben Pot. Ich denke, ich könnte ihn bluffen damit, dass ich denke, dass ich so tue, als hätte ich einen Jack. Ich glaube nicht, dass er einen Jack getroffen hat. Wir machen das mal so, dass wir. Sieht vielleicht so aus, als möchte ich, dass er callt. Ja. Alright. Wieso mache ich das eigentlich? Wieso weiß ich, was er hat? Und bette trotzdem rein. Scheiße, ey. Jetzt hänge ich hier mit 250 Chips.
Aber ich muss das eigentlich jetzt schaffen. Irgendein Ass auf jeden Fall einfach schaffe. Wenn ich Glück habe, ist ein Coin Toss. Und selbst dann bin ich noch der Short Stake. Gucken, ob einer das abcallt. Einen Caller haben wir. Sonst, okay, Glück gehabt. Wenn es mehr als einer gewesen wären, wären meine Karten ziemlich schlecht gewesen. 590, ein Ante von 5. Man kann noch ein bisschen leben. 6, 9 off. Kein Limper. Er denkt sich, ja, was soll's, wa? Bezahlen wir mal die 80 und versuchen nicht die Leute da raus zu ekeln aus ihren Blinds. Nein, nein, nein. So. Die Chance ist relativ hoch, dass ich das Beste getroffen habe. Er hat wahrscheinlich mindestens eine Overcard zum Jack. Was könnte sie gewesen sein? Who knows? Gucken, ob er darauf anspielt. Wenn er die getroffen hat, wird er wahrscheinlich ein bisschen Value haben. Und eine Deuce ändert nie irgendwas. Also machen wir einfach mal so. Gucken, ob er das callt. Wahrscheinlich mit Ace High oder so, wenn dann. Nein, er spielt Zehnen und macht nichts damit. Warum? Ja, schaffen wir einfach rauf und dann gucken wir mal. Wenn er callt, ist es wahrscheinlich, bin ich ein bisschen Underdog. Nein, ach, guck mal. Ist ja überhaupt gar kein Problem. Callen wir mit 2-3. Tja, die Leute hier, die brauchst du echt nicht verstehen. Machen, was sie wollen. Sieht mein Greenscreen gar nicht hängen. 9, 9. Mal wieder 9. 9 kennen wir ja schon. Er spielt sowieso jede einzelne Hand. Finde ich, dass so viele Leute mitspielen hier. Gucken. Der Bock, das zu spielen. Wahrscheinlich reshufft irgendwie jemand. Das wäre das Schlauste. Wenn er das spielen möchte, dann soll er das schaffen. Ich glaube nicht, dass hier unser nachher ich spiele alles Bock auf sowas hat. Aber der spielt ja eh alles. Oh, der spielt ja nicht. Schade. Meine, ich habe jetzt glaube ich 4 oder 5 Mal geraced. Und kein Mal hat jemand mitgespielt. Aber was sie alle machen, ist schön limpen. Und dann 4 Runden rumchecken. %. So. Ich habe das dumpfe Gefühl, wenn ich das jetzt raise, will wieder keiner mit mir spielen. Aber irgendwann muss es ja mal klappen. Natürlich. Ach, guck mal an. Ich werde gereraced. All in gereraced. Das passiert halt nie. Das heißt, der hat wahrscheinlich was. Ich könnte mir vorstellen, er hat irgendwie auch Ace Jack oder ein Pocket Pair, was niedriger ist. Deswegen werde ich das einfach mal callen. Oh. Ganz ehrlich, das habe ich aber auch mal verdient, dass ich lucky werde, ja? Weil ich die 40 Hände spielen und keiner hat Bock darauf, deswegen whatever. Come on. 10 King. Nur Limpen ist mir zu doof. Aber wenn ich das jetzt wieder so spiele wie immer, dann habe ich auf einmal 4 Caller. Bei einer Hand, wo ich es einmal nicht wollte. Machen wir also so. Das Blinds sind schon voll hoch, weil hier wieder
alles einfach nur im Kreis gefoldet wird. Schneewittchen schafft wahrscheinlich über mich. Dann habe ich den Salat. Ja, komm, foldet einfach. Das reicht mir auch. Man, Middle Pair. Okay, ein Glück. Deuces. Deuces sind nicht so schön. Wahrscheinlich würde ich die am normalen Tisch einfach folden. Aber ich werde die hier einfach mal limpen, weil irgendwie sowieso keiner raced. Hoffe ich. Und dann treffe ich eine. Ja. Fuck you. Zwei All-ins. Kommt die auch noch All-in. Gutes. Tja, ein Pocket Pair und eine relativ hohe. Ja, guck mal. Ja, so was macht man mit Ace Queen. Siehst du, mit Ace Queen hättest du nämlich wieder was gerissen. Anfängerfehler, wa? Ace Jack. Tja, gerade noch Big Stack. Jetzt hat sich das schön gewendet. Jetzt haben wir Schneewittchen. Ach, Jack. Richtig voll. Das war meine zweite Hand oder so, die ich geraced habe. Sowas ähnliches, war. Wollte keiner spielen. Naja, mal gucken, was kommt, wa? Komm, wenn eine 9 kommt, dann kann ich betten danach. Ansonsten 7. Checken wir mal. Wird wahrscheinlich durchgecheckt und danach gucken wir. Ace. Ace, Ace, Ace. Ich habe definitiv nicht die beste Hand und ich habe eigentlich auch keinen Bock, jetzt zu viel zu committen für den. Für 700 hätte ich jetzt kein Interesse dran an dem Potten. 10 Jack. Suited. Ah, meine Schulter. Schneeflöckchen. Weißröckchen. Nee, noch nicht. Noch nicht all in. Ich hätte die halt gerne gespielt. Oh, nicht nur. Er hat es doch nur gemacht, weil der Big Blind aussetzt. Hat er eigentlich je in der Hand gespielt? Ich glaube nicht. Yeah. Die schlafen halt auch ein. Da muss er achtmal überlegen, ob sein Seven Deuce folded oder raised. Boah, das ist schon so teuer jetzt. Nochmal 6,50. Nicht ganz drei Big Blinds. Schneeflöckchen, Schneewittchen, was willst du machen? Willst du wieder all-in? Er fordert es auch. Wow. 1400. Er könnte ein stärkeres Ass haben. Wenn ich Glück habe, dann hat er einfach nur King Jack oder so. Ich bin suited. Wir spielen das. Es könnte sein, dass er uns dominated hat, aber ich denke, er hat King Jack. Wow, einfach nur suited Connectors. Wow. Einfach eine Scheiße, sowas. Would you? Einfach auch brainless, so. Was willst du mit 7, 8 suited? Meine, das kannst du spielen, aber das schaffst du nicht. Super. Oh, geil. Guck dir das mal an.
Ja, eigentlich sollte ich das ja callen. Ich bin ja suited und connected. Weil mache ich natürlich nicht. Er schafft es nur, weil der schon wieder AFK ist und er den Blind haben will. Ich call alles. Come on. One time. Bitch. So, der ist gleich raus. Meine Fresse, ey. Komm, schaff. Verlier noch eine Runde. Spaß. Gucken, spammt er den Chat hier was? Keine Ahnung. Ich meine, er hat das jetzt 3 Runden lang gemacht und dreimal wird er nicht gecallt. Jetzt hat er einmal was und kann das machen. War, ist halt Bad Karma, aber. Hey, krass, war ein Pot und schon bist du richtig fett am Start. Irgendjemand ist all in. Und er ist der Big Blind. Oh, er wird auf jeden Fall richtig abgezogen von einem von denen. Ich kann, muss das einfach nur folgen. Also nicht, dass ich irgendwas machen könnte mit 10 Deuce. Ich war schon. Jawoll. Ah, der Typ, ey. Ja, hilft aber alles nichts, ne? Jetzt ist er der Shortstack hier. Geil. Jawohl, komm, call this. Call this. Und das ist scheißegal. Call this. Call this. Genau, Jack 10 oder so wird er haben. Ach. Ein Pot und dann bist du wieder am Start. Ey, krasser Shit. Ich habe noch nie so ein langes 50-50 gespielt hier. Gleich 250, 500, ey. Das heißt, ich habe keine Ahnung. Zwei Big Blinds. Come on. Ich bin halbwegs gut dran, sogar mit der Hand. Das ist gar nicht so schlecht. Komm schon, foldet es. Wenn du gerade das nicht callen wolltest und dir so hart überlegt hast, dann ist es marginal. Fuck you. Yeah. Wow. Nice. Ich brauche nichts mehr machen. Ich bin jetzt wieder Zweiter. Das ist einfach so brainless. Der Tisch ist so unfassbar langsam. Und jetzt am Ende ist einfach ein, du spielst einen Pot und gehst vom letzten in den Chip Lead. Queen 9. Ja, ist whatever. Wirklich, ich brauchte es nicht callen. Jetzt hätte ich es gefoldet und dann hätte ich einfach 200. Hätte ich irgendwie was 1000 Chips weniger bekommen oder so. Hoffen wir mal, dass es vorbei ist und nicht, dass der komische Typ da jetzt auch noch das Beste hat und dann nächste Runde wieder mit 180 Eulen geht. So, jetzt können wir hier unten mal nachgucken. 33.000 bekommen für 20.000, die wir Entry Fee hatten. Gut. Unterbrechen wir die Aufnahme und gucken wir die überhaupt mal an und so. Vielleicht sehen wir uns dann wieder in der nächsten Folge. Ja, eigentlich auch eine coole Sache. Also dann brauche ich nicht nur Hände machen, so einzelne Hände, sondern ich spiele einfach ein Turnier und das ist dann eine Folge. Oder so. Okay. Tschüss.